Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Nun also sind sie da, die Vorschläge der Expertenkommission Gas und Wärme zur Energiepreisbremse. Demzufolge übernimmt der Bund im Dezember einmalig die Abschlagszahlung für Gas. Erst ab März oder April 2023 soll eine Preisbremse 80% des privaten Gas- und Fernwärmeverbrauchs subventionieren. Das lässt uns Freie Wähler im Landtag weiterhin mit Sorge in die Zukunft schauen. Denn die Ampelregierung sendet damit eine wenig Vertrauen einflößende Botschaft. Nämlich, wir entlasten euch Bürger über den Winter nur begrenzt. Bis zum Frühjahr seid ihr weiter der Wucht der Marktpreisentwicklung ausgesetzt. Also strengt euch beim Energiesparen mal an. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Die Expertenkommission trifft keine Schuld. Sie versucht, das Beste aus einer Situation zu machen, in die uns monatelanges Nichthandeln der Bundesregierung hineinmanövriert hat. Doch Zweifel an ihren Vorschlägen sind angebracht. Die direkte Erstattung der Abschlagszahlung für Gas im Dezember kommt zu spät. Und viele weitere Details sind unklar. Wenn etwa Energieversorger ihre Abschlagsrechnungen einen Monat lang nicht an uns Verbraucher, sondern direkt an den Bund schicken, führt dies zu einem riesigen bürokratischen Aufwand. Ist es gerecht, wenn reiche Haushalte mit hohem Energieverbrauch besonders stark von der Gaspreisbremse profitieren? Warum soll die Gaspreisbremse erst dann starten, wenn die laufende Heizperiode fast schon beendet ist? Und wo bleibt die finanzielle Unterstützung von Wirtschaft und Verbrauchern für den Wechsel auf Öl und Biomasse? Die wäre wichtig, damit uns nicht schon in diesem Winter das Gas ausgeht. Meine Meinung? Um eine Pleitewelle abzuwenden, muss die angekündigte Gaspreisbremse spätestens ab November wirksam greifen und die Bundesregierung eines verstehen: Unser Wohlstand ist weiter gefährdet und die Geduld der Verbraucher am Ende. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.